Hallo und herzlich willkommen zur 219. Folge der fünften Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi. Das hier ist Lucia. Lucia Flores, die aber keine Blumen verteilt, auch keine Liebe. Hiebe statt Liebe ist ihre Devise. Was haben wir denn für mysteriöse... Oh, das ist mir eigentlich zu weit weg, denn ich habe, wie der geneigte Betrachter erkennt, Lucia ausgestattet, um ein Seuchenherz zu machen. Wenn wir jetzt hier eh in der Ecke sind, östlicher geht ja nichts, dann machen wir das da jetzt auch gerade weg, obwohl wir es eigentlich gar nicht müssen. Achso, wir haben ja die Aufgabe 1 mit Sprengstoff zu machen und deshalb packe ich auch tatsächlich mal zusätzlich noch eine Ladung C4 ein. Denn an sich, ja, haben aber nicht viele C4 Ladungen. Aber eine sollte reichen. Ersten Phasen machen wir wie gehabt. Und die letzte Phase dann. Dass ich nachgeschaut habe, da fehlt ein zweites Reparaturkit. Nee, nicht den. Da haben wir das Falsche angefordert. Wir brauchen ein Reparaturkit. Ein zweites. Hier auch los. Um ein wenig Sprengstoff einzusetzen. Seuchenherz in der Klinik ist halt eh ein bisschen ätzend, aber kann das Kind schon irgendwie schaukeln. So, hier bitte auch mal anstehen. In der Basis habe ich alles angeschmissen, also Übertragung und so weiter läuft, Klo putzen und Lebensmittel in Ethanol verwandeln. Oh, da hinten ist ein Dackel bei, gut, dass ich den noch gesehen habe. Der will doch bestimmt spielen. Gucken wir mal. Wird hier hinten sein, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber das ist ein Platz, wo ich Vlad nur ungern hätte. Als erstes mal kurz parken und tanken. Füttern. Ey, Vlad, nicht schubsen. Na, kriegst du es durch? Ja. Und dann kannst du auch schon wieder anfangen, Stiefeldienst zu tun. Ich frage mich, was Plague-Zombies cluster in diesen Bereichen. Oder ist es, ich überlege gerade, ob es günstiger ist, sich hin an den
Zaun zu stellen. Ich glaube ja. Damit man dann vielleicht auch einen gescheiten Wurfwinkel hat für Feuer. Hier muss auch irgendwo ein Spawnpoint sein, so wie das aussieht. Das hier war Erkunderin, keine Schleicherin, okay. Lag hier noch irgendwo eine Erde, hatte ich richtig gesehen. Hard to believe this place was used by people once. Keine Scharfschützen, aber die stehen so schön, zappeln zwar ein bisschen rum, aber Feral, not good. Mehrzahl, Mädchen, Mehrzahl. So, jetzt nur noch du, meine Hübsche. Ey, man, das muss man den Zombies ja auch mal sagen, ne? Dass sie wirklich hübsch sind, damit sie an sich glauben. So, kurz nachladen. Ja. Oh, did that hurt? Loader, crap. Loader ist ja nicht schön. Ja, hier schon hier. Jetzt habe ich den C4 nicht gesehen. So, dann müssen wir jetzt wohl mal ein bisschen sprinten. Da solltest du auch mal den benutzen. Ja, ich hätte mich erst umsehen müssen. Wenn sie schon ansagt, Bloater, dann sollte man das ja an sich nicht ignorieren, ne? Der
schwitzen, Mädchen. I can't keep this up. Doch, kannst du. Und dann über das Umschalttaste Q. Und damit ist das letzte Kopfgeld auch erledigt. Wollen wir uns hier aber in der Klinik noch mal ein bisschen umsehen gleich. So, jetzt in Ruhe nachladen. Und damit wäre dann der Osten komplett frei, ne? Ja. Wir haben 80% der Seuchenherzen gemacht. So, als erstes wollen wir mal sichern. I see no more deads. So, davon kannst du dir mal einen reinziehen. Die zwei stecken auch im Kofferraum. Genauso wie die Brandmittel, die wir aktuell noch haben. Den Molly. Möchte ich den Molly? Ne, ich fahre eh zurück. Oh, kein Fast Search mit ihr. Ja. Lebensmittel in Tainol umwandeln ist abgeschlossen. Packsack ist interessant. Was war denn für ein Packsack im Seuchenherd? Lebensmittel ist bei der aktuellen Situation tatsächlich interessanter, weil wir doch eine Menge Durchsatz haben gerade. Brennerei. Wasser holen läuft noch 9,25. Das dauert 15 Minuten. Also aktuell keine Umwandlung. Können wir mal wieder Trainingsvideos schauen. Den Lyrica braucht ja noch ein bisschen. Okay, in dem Raum waren wir fertig. Boah, jetzt hab ich's wieder. Ja, Lucia, ich muss dich irgendwie mal umtrainieren, glaube ich. Aber wir haben kein gescheites Buch bekommen, als der Mysteriöse zuletzt da war. Ethanol nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier aufgemacht, dann gucken wir auch. Da waren die Medis. Samen an einer Klinik. Naja, vielleicht ist das eine besondere Form von Samen. Man weiß es ja nicht. Ne? Ein Ghetto-Blaster. Was haben wir hier noch? That's all I'm gonna find. Der Lötstation. Dann sind wir auch voll. Und da kannst du zurück. Ups, da
geht ja mal gar nicht da. Aufräumen, Balzi. Ja, bin schon dabei. Wir können jetzt schreien, was wir wollen. Es gibt keine keine solchen Herzen mehr in der Ecke hier. Den kannst du direkt transferieren. Der muss zurück ins Auto. Momentchen. Wir haben doch da noch mehr, wollte ich auch gerade sagen. Denn das gehört ja nun auch nicht hier hin. So, das. So. Was jetzt? In der Ecke sind wir eigentlich könnten wir umziehen. Das Einzige, was mich vom Umziehen abhält, ist die Uhrzeit gerade. Ich weiß nicht, wie lange es Tag ist. Wir sind jetzt halbe Folge durch. Tag hat 90 Minuten und ich weiß nicht, wann die Sonne aufgegangen ist in der letzten Folge. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe zwar nochmal kurz reingeguckt, was ich zuletzt gemacht hatte. Von daher würde ich sagen, looten wir einfach ein bisschen. Wir brauchen... Ich hätte hier gerne eh noch einen Außenposten irgendwo. Händler für seltene Fähigkeiten. Nee, seltene Fähigkeiten brauchen wir nicht. Den Außenposten brauchen wir, obwohl da ist auch noch eine Menge zu looten. Während hier ja leer ist, wir könnten Snowds aufgeben und den dahin verfrachten. Ne, im Endgame, dann wenn wir im Einkaufszentrum sind. Die zwei liegen gut. Der ist gut für die Sheriff und Händler Legacy Quest. Hier einen haben. Ja, hier ist normalerweise zu dem Zeitpunkt eigentlich komplett geplündert. Weil man das im Early Game macht. Ist aber auch nicht so schlecht. Welchen wir eigentlich wirklich nicht mehr brauchen, ist der im Snowds. Den könnten wir verlegen. Stadtrufer stellen zwei Materialien. Ach ja, stimmt. Das war ja irgendwie Konstruktionspartner oder sowas. Was halt der Basis hier komplett fehlt, ist halt die Möglichkeit, ein Handelsdepot zu bauen. Dadurch, dass wir gezwungen sind, Betten bereitzustellen. Wo haben wir denn ein Restaurant? Achso, das ist das drüben in Metorato, ne? Ja. Das ist an sich nicht schlechter.
insbesondere wenn wir hier nochmal aktiv werden wollen. Schnapsbrenner ignorieren wir zum x-ten Mal. Ne, das Notes wird aufgegeben. Wir claimen da irgendwas. Das Wow tolles Essen oder hier das Leap Gyro. Normalerweise nehme ich den, weil er halt direkt an der Ecke ist, leicht anzufahren. Und ich mache das auch diesmal. Wow, tolles Essen. So, wer macht denn das? Lyrica hatte ja zuletzt die Eagle Eye Quest Chain. Und sie ist ja Heldin. Plus 10 maximale Gesundheit. Schöner Bonus. Ansonsten, wie gesagt, ist eher durchwachsen, die Dame. Da können wir aber Trainingsvideo nochmal anschmeißen. Wer ist denn in der Rotation dran? Jetzt unabhängig davon, ob Kraftpaket oder nicht. Kraftpakete brauchen wir ja aktuell nicht wirklich. Nach Lucia kam Tai. Na, dann nehmen wir Tai. Können Lucia dann in die Krankenstation stecken. Und Tai darf mal. So, und dann noch eine Nebenwaffe. That screamer's gonna drown us in plague zombies. Können wir jetzt den Rest des Tages und dann die Nacht nutzen, um hier St. Marcus Plaza, ich sag meistens immer nur St. Marcus, zu plündern. Und dann im nächsten Tageslicht das Wasser ausbrechen. Dann wieder anwerfen. Wenn das läuft, dann bitte Lebensmittel in Ethanol wandeln. Ja, ich habe euch schon gehört, glaubt man nicht. Das war nicht die Tür, Palzi. Da wird der Ron schimpfen. Na, hier einfach geparkt immer, das ist sehr schöner Außenposten. Die wollen jetzt aber Stress machen da. Die hat mich auch tatsächlich erwischt, die blöde Kuh. So, da kommt mit Sicherheit aber noch was, denn irgendjemand musste ja schreien. Okay, we good. So, dann wir wollten Snotes aufgeben. Snotes ist Außenposten 2. Dann hier bestätigen den. Wir hatten das auch auf. Wow, tolles Essen. Ah, Ethanol, das ist genau das, was wir brauchen. Frischer Seifenriegel. Überleben heißt nicht, dass man stinken muss. Wisst ihr Bescheid? Ordentlich waschen. So. Wow, Great Food. Ich muss mal gerade ein bisschen weiter weg.
Kann man ja doch immer als Thema nehmen, gegebenenfalls für ein Screenshot, ne? Weil sie tun deine Screenshots. Ja, das muss auch sein, ne? Ich meine, ich könnte genauso gut bei den Screenshots halt sagen, ja, ich nehme ein einheitliches und kümmere mich ein Dreck darum, irgendwie nochmal. Na gut, ich mache Review mache ich ja eh, von daher ist das mit dem Screenshot, hübschen Screenshot finden, echt nicht so wild. Also Review meine ich, ich schaue mir die Folge nochmal an. A, wegen Inhalt, um zu wissen, was ich dann als Kurzinformation bei YouTube hinterlegen muss. Was haben wir da drüben noch drin? Medikamentenpacksack, zwei Stände, Claro holen wir. Und in dem Zuge kann ich dann halt auch einen Screenshot erstellen. Also ja, mach ruhig, du bist schon wieder am Japsen. Nichts. That is a lot to carry. Da ist auch so eine Pussy, ne? Der jammert auch rum. Kaum hat er einen Packsack auf dem Rücken. Oh, das ist so viel zu schleppen. Trainingsvideos durch, Trainingsvideos anschmeißen. Und ich muss sagen, mal ganz ehrlich, also das neue System, die Lautstärke spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ja, früher hast du dir damit halt den Belagerungslevel erhöht, aber wenn man seine Umgebung sauber hält, dann gibt es halt einfach keine Belagerung mehr. Wodurch einem natürlich auch eine Quelle. Oh, da ist auch noch ein Fernglas. Ja, erstmal einsteigen, da kommen schon wieder irgendwelche Leute, die uns ans Leder wollen. Sehe ich doch. Leiter, ich musste eben gerade an das Fernglas denken auf der Karte, deshalb krabbel ich ja jetzt hier hoch. Sowas gibt es halt auch nicht im Spiel, ne? Ferngläser. Alle Orte überprüft. So, irgendwie Erhöhung der Sichtweite, wenn man das in die Hand nimmt. Aber ist natürlich auch schwierig umzusetzen. Das ist ja nun nicht auf Scouting ausgelegt, hier das Spiel. Hier müssten wir rüberkommen wieder. Ist hier noch was? Ich bringe erstmal die Packsäcke zurück schnell. Dass die drin sind. Medis basteln, yep. So, wieder alles gut von den Ressourcen und dann können wir auch zurückfahren. Na, und jetzt wird es dunkel. Oder dunkler. Was mich auch wundert, also ich kann mich nicht erinnern, hier die freien Bürger irgendwie. Fahren wir da mal hin, gucken uns die mal an. Hier können wir auch noch ein bisschen looten. Kriegen die freien Bürger da gleich noch ein bisschen Spaß, wenn ich das richtig deute. Hier gibt es ein Goodie für mich.
Waffenüberreste. Basis der Stromer. Auch die sind mir doch egal. Aber was ich gerade gucken wollte, das ist installiert. Wir können mal Waffenüberreste verwerten auch. Und dann gehen wir schnell hier rein. Vermeintliche Sicherheit, vor allen Dingen verbündet. Anselmo. Anselmo ist ein Musiker. I got some stuff to trade. Was habt ihr denn? 22er nehmen wir immer. Der Rest ist enttäuschend, Anselmo. Hey, buddy. Nicole. Sporttrivia. Und Clay. Und Chemiker. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, die... Oh, und jetzt fällt mir gerade auf, dass es hier sehr hübsch ist. Mit den Kerzen, wenn man auf Romantik steht, so wie Tai. Und B, dass die Folge hier ja auch vorbei ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr daran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.